Also wir sind ja ein bisschen bekannt dafür, dass wir nicht nur verspielt und fantasiereich sind, sondern auch Innovationen suchen mit unseren Autos, unseren Flugzeugen und auch die Art, wie wir die Züge steuern und so weiter. Und deswegen sind wir natürlich immer ganz glücklich, wenn jemand uns auch Innovationen zeigt. Und gerade mit dem Schiff, mit diesen Art der Fundamente der Windanlagen, haben wir selbst alle gestaunt, was es so für Innovationen gibt. Und deswegen haben wir sie natürlich auch gerne umgesetzt. Ørsted ist der weltgrößte Offshore-Windbetreiber, den es momentan gibt. Und wir haben seit 10 Jahren uns mit unserer eigenen Energiewende beschäftigt. Wir haben innerhalb von 10 Jahren es geschafft, von fossilen Energieträgern zu Erneuerbaren zu wechseln. Gerade mit dem Miniatur Wunderland haben wir eine tolle Partnerschaft gefunden, wo wir dann auch einen Offshore-Windpark jedem Besucher erklären können. Und wir wissen ja, dass auch das Miniatur Wunderland einen großen Besucheransturm tagtäglich bekommt. Und wir decken somit von dem kleinsten Besucher bis zu den ältesten die gesamten Altersgruppen ab und können dann unsere Energiewende wirklich vor Ort erklären. Was wir hier auch in Hamburg natürlich erklären, ist, wie Offshore-Windkraft zum Anfassen funktioniert. Die Leidenschaft, die das Miniaturwunderland hier entgegengebracht hat mit der Detailtreue unserer Wind of Change, aber auch unserer Energiewindanlagen, die passt hervorragend auch zu Ørsted. Auch mit dieser Leidenschaft arbeiten wir natürlich an unseren Projekten. Wir haben auch selbst immer uns nie so viele Gedanken gemacht, dass sowas natürlich auch gewartet und gegebenenfalls auch mal repariert werden muss. Und auch nie selbst die Frage gestellt, sag mal, wie macht man das auf rauer See eigentlich? Offshore-Windkraft ist der wichtigste Eckpfeiler der Energiewende.